Kapitel 8. Die Feinde des Waldstammes. Näher und näher rückte der Vulkan in der Ferne, während die Gedanken noch immer an dem alles verändernden Fund hingen. Inzwischen war das massive Gestein schon weit mehr geworden als ein einzelner Punkt in der Landschaft, kaum zu erkennen in der Ferne. Zwar lag dies auch einerseits daran, dass sich die beiden jungen Krieger nun besser an die grelle Sonne gewöhnt hatten, doch auch daran, dass die Reise kurz vor ihrem Ende stand. Auch der Lieferant des Walddorfes war bereits dabei, sich für die Ankunft vorzubereiten. Und denkt daran, euch erst einmal an mich zu halten. Ich bezweifle stark, dass ihr dort willkommen geheißen werdet. Also lasst mich das Gespräch übernehmen, mich kennen sie dort schon. Wieder einmal war die Einstellung beider Brüder vor der Ankunft sehr unterschiedlich. Während dieses Mal Sol der Nervöse war, war Flamme das Ganze sehr recht. Je weniger er mit den Pokémon aus dem Dorf auf dem Vulkan interagieren müsste, desto besser. Trotz allem waren die Dörfer nun einmal alles andere als befreundet. Bald wandelte sich der Sandboden zu Stein und die Temperatur schien noch weiter zu steigen. Selbst ein Feuer-Pokémon kam an diesem Ort zum Schwitzen, zumindest wenn man es nicht gewohnt war, außerhalb des kühlen Waldes zu leben. Kochende Lava strömte in kleinen Adern um den Weg zur Spitze herum und bot den Söhnen Sakits einen Anblick, welcher ihnen so fremd war wie alles an diesem Ort. Und hier lebten Pokémon, die eigentlich Probleme mit Feuer haben sollten. Also ihr zwei, seid still und bleibt direkt hinter mir, wir treten jetzt ins Dorf. Galopper folgend traten die beiden Krieger so über eine letzte Erhöhung, bevor sich neben großen Felshaufen auch verschiedenste steinerne Häuser erstreckten. Auf diesem Platz, auf umliegenden Pfaden und in den Häusern tummelten sich verschiedenste Pokémon. Alle von ihnen Spezies, welche man aus dem Wald nicht kannte. Sie waren verschieden in Größe, Aussehen und Verhalten. Doch eines verband sie, so wie auch im Waldstamm. Beinahe alle teilten sie eine Farbe, hier die grüne. Ein echsenartiges Pokémon, kleiner als Galopper, aber etwas größer als Sol, näherte sich der Gruppe und wandte sich sofort an den Lieferanten. Galopper, wir haben dich erwartet. Du hast die gewünschten Waren alle. Eine Kiste Hartholz, 4 Stücke Weichholz, 18 Beeren und 2 Brocken Flussgestein, richtig? Flamme spürte bereits interessierte Blicke von verschiedenen Neugierigen auf sich brennen, während Galopper das Gespräch weiterführte. Kamero bat mich, euch stattdessen 20 Beeren zu geben, da wir genügend davon haben. Nehmt es als ein Geschenk an. Und gleichzeitig habe ich auch eine Bitte. Denn wie du siehst, habe ich ausnahmsweise 2 Krieger mit mir reisen lassen. Das Misstrauen im Auge des Pflanzen-Pokémon war eindeutig sichtbar. Weshalb? Du weißt, dass eure Krieger hier nicht willkommen sind, egal wie alt oder jung. Ich weiß, es handelt sich um eine Ausnahme. Zum ersten Mal in Jahrzehnten haben wir ein Forstkristall durch Terrus erhalten. Und Flamme, das junge Vulpix, ist sein Auserwählter. Wir brauchen bloß Schmiedekünste, Reptane. Das Echsenwesen, dessen Name offensichtlich Reptane war, schien nachdenklich zu sein. Ein Forstkristall, sagst du? Ich dachte, diese verwendet Terrus nicht mehr. Das dachten wir auch, bis Flamme von seiner Kriegerprüfung mit einem zurückkehrte. Nun gut, die beiden können eine Audienz bei Gewaldro haben. Mit ihm dürfen sie die Situation klären. Für einen Moment lang wirkte Galopper unschlüssig, bevor er einlenkte. Einverstanden. Aber ich muss euch warnen, Reptane, denkt daran. Auch wenn sie Krieger sind, sind diese beiden nicht eure Feinde. Also habt ihr kein Recht, sie als solche zu behandeln, wenn der Zorn des Terrors euch nicht treffen soll. Mit einem abwertenden Blick verabschiedete Reptane den Lieferanten und wandte sich an die beiden Brüder. Also gut, wegen einem Forstkristall seid ihr beiden also hier. Ich werde euch zu Dorfvorsteher Gewaldro bringen. Er wird entscheiden, wie mit euch beiden hier umgegangen wird. Als Antwort bekam er von Flamme lediglich einen gereizten Blick.
Jedoch folgte auch das Vulpix. Er erkannte selber, dass Reptan ohnehin kaum etwas zu sagen hatte. Vermutlich war er ein hochrangiger Krieger, eventuell ein stellvertretender Vorsteher. Aber was bedeutend war, war die Meinung des Vorstehers. Wenn es also eine Konfrontation geben sollte, dann zumindest mit ihm. Ein weiteres Gebilde wie viele andere. Aus purem Stein mit einer Tür aus festem Stahl war jenes, zu welchem Reptan das Duo führte. Mit Wucht klopfte er an jene Stahltür, bevor er kurz auf eine Antwort wartete. Wer da? Die Stimme im Gebilde zeigte den Brüdern sofort, dass dieses Dorf sich von dem ihren unterschied. In ihrer Heimat war der Dorfvorsteher ein älteres, friedliches Pokémon. Die Stimme, welche sie hier empfing, war hingegen rau und wirkte eher gereizt. Reptan mit Nachrichten aus dem Walddorf. Es gibt Gäste, die dich empfangen wollen. Mit Wucht öffnete sich die Tür und ein Pokémon, etwas größer als es Galoppa noch war, zeigte sich. Gäste vom Walddorf. Galoppa weiß, dass Krieger uns nicht willkommen sind. Wir sind wegen eines Forstkristalls hier. Terrus hat uns geschickt, da wir einen Schlüssel brauchen. Reptan warf dem jungen Vulpix einen bösen Blick zu. Sein Vorsteher hingegen schien das Verhalten des Vulpix keinesfalls abzulehnen. Ein Forstkristall also. Nun gut, ich sehe die Lage. Tretet ein, ihr zwei, dann reden wir. Aber... Kein Aber. Reptan hilft dem Rest beim Ausladen und kümmere dich um Galoppa. Diese zwei übernehme ich. Scheinbar unzufrieden, doch nicht gewillt zu widersprechen, machte sich der Empfänger auf und ließ die Krieger des anderen Dorfes mit seinem Dorfvorsteher zurück. Also dann, kommt rein, ihr beiden. Während Sol etwas zögerlich schien, folgte Flamme dem Pflanzen-Pokémon sofort. Das Innere der Hütte unterschied sich nicht wirklich von den Häusern, welche die beiden aus ihrem eigenen Dorf kannten. Doch gleichzeitig wirkte es alles irgendwie primitiver. Nicht, weil es dies tatsächlich war, sondern einfach, weil jeder einzelne Gegenstand aus Stein bestand. In einer derart hitzigen Gegend war dies klar, da Holz sich schlecht hielt und vor allem Mangelware war. Gewaldro begab sich an eine große Steinplatte, ein Tisch dieses Dorfes, und kramte einiges an trockenem Heu heraus. Trotz seiner Brennbarkeit nutzten die Pokémon hier dies als bequeme Untergrundauslage. Der Dorfvorsteher des Vulkandorfes legte so zwei Haufen des Gestrüpp auf dem Boden aus und kehrte selber zurück hinter seinen Tisch. Setzt euch beide und lasst uns reden. Wieder tat sich selbes Schauspiel ab, wie auch beim Eintritt in die Hütte. Nun gut, dann lasst uns mal sehen. Ein Forstkristall, sagt ihr ja? Kurz stoppte sich Gewaldro, dann setzte er neu an. Ach, wo sind meine Manieren? Also erst einmal, ich bin Dorfvorsteher Gewaldro. Im Moment oberster Mann hier im Dorf. Mein Vertreter Reptan habt ihr draußen schon getroffen. Wer seid ihr beiden überhaupt? Nun war es, zu Flammes Überraschung, Sol, der das Wort ergriff. Mein Name ist Sol und das hier ist mein Bruder Flamme. Er ist der auserwählte Terrus. Es war eine simple Begrüßung. Doch sofort wandelte sich der Ausdruck des Dorfvorstehers zu Zorn. Sol und Flamme? Diese Namen kenne ich. Galopp hat euch vor Jahren erwähnt, ihr... Ihr seid Sakits Söhne, nicht? Wieder war Sol der Erste zu antworten. Diesmal jedoch eher, da Flamme stark zögerte. Ja, Sakit und Yelia sind unsere Eltern. Ich habe genug gehört. Geht. Sofort, ihr seid hier nicht willkommen. Auch wenn sein Bruder schockiert wirkte, war Flamme nicht überrascht. Galopp hatte bereits angekündigt, dass die Pokémon dieses Dorfes nicht gut auf Sakit zu sprechen waren. Deswegen hatte er auch ungerne preisgeben wollen, wer seine Eltern waren. Nicht so schnell! Was können wir für die Schuld unseres Vaters? Etwas überrascht blickte Gewaldro auf, sagte aber kein Wort. Wir wissen selber, was er alles herbeigeführt hat. Aber was können wir denn dafür? Mehr als uns davon zu distanzieren, können wir schwerlich. Was sollen wir denn sonst tun? Wir stehen hinter nichts von dem, was er redet.
Außerdem hat Terrus mich geschickt. Du kannst mich nicht einfach fortschicken. Den letzten Satz scheinbar überhörend wandelte sich Gewaldros Ausdruck erneut. Nun, mir scheint, ihr beiden kommt deutlich eher nach eurer Mutter. Nun, du zumindest, Flamme. Gut, noch einmal von vorne. Ich hatte etwas überreagiert. Aber wenn ihr selber nicht hinter den Taten eures Vaters steht, hatte ich euch falsch eingeschätzt. Und falsch eingeschätzt, wie sein Kind seine Söhne erziehen würde. Was meinst du damit? Ich meine, ja, Vater hat Unrecht, wenn er einen Krieg will, aber er ist doch kein schlechtes Pokémon. Gewaldros gute Laune schien schon wieder zu wanken. Nicht? Dann sag mir, wer eines ist. Sein Kind will nur eins. Macht. Das Mon will gefürchtet werden, auch in Generationen noch. Deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass er euch so erzieht, dass ihr werdet wie er. Um seine Existenz über sein eigenes Leben hinaus fortzusetzen. Flamme überraschte eine derartige Ansicht ehrlich gesagt gar nicht. Eher im Gegenteil. Seinem Vater hatte er wirklich nie nahe gestanden und ein Vorbild war dieser schon gar nicht gewesen. Jedoch, das wusste Flamme auch, war dies nicht für beide Brüder der Fall. Zwar war Sol nicht derart überzeugt, dass er seinem Vater zustimmen würde, dass ein Krieg vonnöten wäre. Doch trotzdem war der erfahrene Krieger ihm ein Vorbild. Und dem Fukano würde es schwerfallen, seinen Vater so zu sehen wie Flamme. Aber offensichtlich auch die Bewohner des Vulkandorfes es taten. Das glaube ich nicht. Er geht nur zu weit, wenn es um dieses Dorf geht. Das ist klar, aber er ist nicht böse, nur ehrgeizig. Er war zu uns nie schlecht. Streng, aber nicht schlecht. Irgendwie fühlt es sich falsch an, vor dem Dorfvorsteher eines anderen Dorfes seinem Bruder zu widersprechen. Doch zustimmen konnte Flamme wahrlich nicht. Denkst du das wirklich? Erinnerst du dich nicht mehr, wie er uns vor unseren Kriegerprüfungen gewarnt hat? Und vor allem, wie er mich behandelt hat, als ich ohne Kerze zurückgekehrt bin? Wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre ich noch am selben Abend verbannt worden. Weil er Terrus achtet. Er konnte ja nicht wissen, dass es sich um einen Forstkristall handelt. Und wenn du wahrlich keinen gehabt hättest, wäre er im Recht gewesen. Kein Krieger würde akzeptieren, wenn ein Schüler so versagt. Genau das ist das Problem. Ein Krieger zeigt bei so etwas kein Verständnis. Aber ein Vater sollte es. Hat sein Kind uns jemals behandelt, als wären wir seine eigenen Söhne? Er ist Krieger im Herzen und nimmt das Kriegertum sehr ernst. Er macht keine Ausnahmen, nur weil wir seine Kinder sind. Nun war der Punkt des Streites gekommen, an welchem sich der Dorfvorsteher selber wieder einschaltete. Der Zwist beider Brüder war lange genug vom eigentlichen Thema abgewichen, auch wenn Gewaldro die Debatte selber gestartet hatte. Genau das sollte er aber, junger Sol. Das ist genau, wovon ich sprach. Du denkst nur, dass es alles recht ist, dass unser Kind will, dass du dies tust. Aber gut. Flamme, du brauchst den Smaragdschlüssel, verstehe ich das richtig? Als Antwort folgte bloß ein Nicken. Also gut, ihr beiden habt die Erlaubnis zu bleiben, bis der Schlüssel fertig ist. Unser Schmiedhaus in der Hütte am nächsten der Spitze des Vulkanes. Folgt dem Pfad rechts von diesem Haus, dann findet ihr ihn. Er wird vermutlich ein oder zwei Tage benötigen, so wie ich ihn kenne. Ihr könnt Sazenia aufsuchen. Sie wird euch eine Hütte zur Verfügung stellen. Allerdings muss ich von euch verlangen, den Vulkan nicht zu verlassen, bevor ihr den Schlüssel habt. Und nachdem ihr diesen habt, noch einmal zu mir kommt. Dann reden wir noch einmal. Aber warum dürfen wir den Vulkan denn nicht verlassen? Was könnten wir denn anrichten? Flamme stellte die in seinen Augen deutlich logischere Frage als Antwort. Was wollen wir denn außerhalb, solange wir den Schlüssel nicht haben? Einerseits ist es genau, was Flamme gerade sagte. Andererseits seid ihr beiden immer noch Krieger eines Dorfes, mit dem gerade in der Vergangenheit oft Probleme herrschten. Wenn du da Vorsicht nicht akzeptieren kannst, Sol, dann folgst du den Fußstapfen deines Vaters. Ich kann dir auch die Gelegenheit geben, den Vulkan jetzt noch zu verlassen. Wenn du dann wiederkehren willst, wirst du allerdings wie ein Feind behandelt werden. Also triff deine Wahl. Etwas perplex von dieser Drohung traf das Fukano eine Entscheidung. Wenn auch nur halb gewillt. Ich bleibe.